Tiefschlag im Ring. Ein Boxer in Not um sein bestes Stück. Haben Sie im Genitalbereich Schmerzen? Ja, da habe ich leichte, dezente Schmerzen. Dann müssen wir uns das mal angucken. Nee, da gucken wir uns nicht an. Herr Kern, das kann gefährlich werden. Echte Einsatzkräfte handeln auf Basis echter Fälle. Jetzt auf Streife die Spezialisten. Ein lebensgefährlicher Zwischenfall wird jetzt zum Einsatz für das Rettungsteam Delta 112. Leitstelle Köln. Hier ist Johannes Bell. Mein Kollege hat hier eins auf die Nase gekriegt. Was ist denn genau passiert? Ja, der Junge liegt hier und kann sich nicht mehr bewegen. Der hat jetzt auf die Lippe gekriegt und der blutet. Also da muss mal jemand vorbeikommen. Wo sind Sie denn genau? Ja, ich bin hier an der Venloer Straße 104. Das ist da an dem Kickbox-Thai-Kick. Alles klar, das habe ich verstanden. Wir schicken jemanden. Der Rettungsdienst mit den Sanitätern Jasmin Wagner und Franco Fabiano eilen zu dem genannten Boxclub. Der Kickboxer wurde beim Training an einer sehr empfindlichen Stelle verletzt. Morgen, hallo. Was ist denn da passiert? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Lass mich in Ruhe. Was ist denn mit dem? Duelliert praktisch und okay. Lass mich in Ruhe, geh weg hier. Du bist die Frau weg. Ja, komm, ist jetzt mal, gut hier. Mach mal. Sie hat ihn umgebracht. Kannst du mal schauen? Ja, kannst du mal schauen? Ja, als ich diese Geschichte dann auch gehört habe von eher von dieser jungen Frau, die sehr klein und zierlich war, musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil es ist ihnen schlimm. Und wenn man eins auf die Nuss bekommt von einer Frau, die mal gerade 1,60 ist und schmächtig, das ist schon hart. Hey, komm weiter trainieren, Leute. Ich brauch nicht hier zu gucken. Hallo, Rettungsdienst. Was ist denn passiert? Nichts ist passiert. Ja, das sehe ich immer anders. Denn? Das ist eine kleine Schramme, ey. Ist es nur große er? Schramme, hier. Ja, nur ist nur die Alte da aus den Augen. Was ist mit ihr? Das ist meine Kollegin, die will ich nur helfen. Ja, Kollegin, ey. Komm, ist okay. Was ist denn passiert? Das ist ein Kratzer. Wo tut's denn jetzt genau weh? Schön langsam. Wir sehen nämlich hier eine Platzwunde. Auch ein Arzt bist du nicht. Wo tut das weh? Guck mal hin. Mach mal auf, mein Freund. Ich will dir hier helfen. Wie ist dein Name? Ich will dir nur helfen. Hey, komm mal jetzt hier halt. Ne? Kommt doch nichts zu sagen. Sei nicht wie eine Memme jetzt. Komm jetzt. Schau mal genau, wissen wir. Während sich Franco Fabiano um den Verletzten kümmert, geht seine Kollegin der Unglücksursache auf den Grund. Der Einsatz ist heikel, denn der Kickboxer ist extrem aggressiv und unberechenbar. Hier unten tut's weh. Habt ihr nichts zu tun, ihr Penner? So. Hey, bist du okay? Idioten. Hey, Männer, komm weiter trainieren. Komm jetzt. Okay, Moment. Sind wir hier drauf geboxt worden? Was haben Sie gemacht denn? Haben Sie ihn geboxt? Ja, aber in einem Kettenkampf. In einem Kampf? Ja, richtig. So, jetzt also das können Sie laufen. Er redet ja kaum mit mir. Ja. Er ist ja nicht kooperativ. Ja. Hey! Vorsicht! Ja, warte. Ganz ruhig. Er hat förmlich danach gebettet. Wo haben Sie drauf geschlagen? Ja, ich habe ihm aus Versehen in den Schritt... Da unten? Ja. Okay, was noch? Sonst ja, nichts. Ja, unten ein paar Fäuste hat er. Mit der Faust? Ja, mit der Faust. Okay. In seine Fresse. Er lässt sich nicht von mir untersuchen. Besser, du machst das, ne? So, mein Freund. Mal ganz sachte hier. Wir wollen Ihnen helfen. Okay? So, Sie haben jetzt einen auf die Nuss bekommen oder auf die Nüsse. Ist das klar? Oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, auf die Nüsse, Freund. Auf die Nüsse. So, pass auf. Ich will dir nur helfen. Wie heißt du? Da tut er nichts. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Komm, Junge. Mein Name ist Franco. So, okay, wir wollen dir nur helfen. Ja, Hase, komm. Okay, Hase, alles klar. Hase, wir werden dich jetzt mal rausbringen und wir bringen dich ins Krankenhaus, ja? Das tut ein bisschen weh. Krankenhaus, okay. Alles klar. Können wir helfen dann? Ja? Weißt du, was du machen kannst, Junge? Müssen wir mal. Kannst du mit Zängen aufsammeln da? Wo sind die denn? Ja, da unten. Oh. Alles klar, machen wir dann gleich, ne? Geh du vor und dann ja, ihn da abstützt. Jetzt geht doch jetzt nur rein. Komm, jetzt sind alle am Gucken. Ey, komm, Leute, tut weiter trainieren. Ey, ich krieg gleich einen Hals hier. Echt? Hast du? Geht das? Ja, ja. So, alles klar. Ich drehe zu mir spät. Warte mal, setz dich mal ganz kurz hier hin, bitte. Ich muss mich nicht setzen. Ganz kurz, ich möchte mir kurz deine Verletzungen anschauen. So. Schmerzen sind hier unten, ist das richtig? Nur da unten. Hast du sonst noch irgendwie Kopfschmerzen? Weil du hast ja hier einen auf die Murmel gekriegt, ne? Richtig? Beruflich oder warum stellst du so komische Fragen? Pass auf, mein Hobby ist das hier nicht. Ja? Sei ein bisschen kooperativ. Ich will dir nur helfen, oder wir wollen dir helfen. Weil gut ist das nicht. Ich weiß, dass das nicht gesund ist, von einer Frau irgendwie vermöbelt zu werden. Aber wir sind hier nur, um zu helfen. Mit leiser sprechen ist gut. Das haben sowieso schon alle mitbekommen. Ja, die hat noch genau, deshalb, leg das mal wieder drauf. Mach das mal bitte.
Alles klar. Ich brauche der Bügel unten. Ja. Der Bügel? Ja, den kriegst du jetzt auch noch. Den kannst du dir reinschieben. Ja? Machst du das oder soll ich das machen? Dann mache ich jetzt lieber selber. Alles klar, komm her. Geht okay, doch. Also ja, ich habe sie jetzt bitte in dem Raum tu gesetzt. Doch die Frau weg. Mach ein paar Schnittchen oder sowas. Ruhig. Wenn ein Patient gegenüber uns jetzt respektlos handelt, haben wir immer noch die Schiene, wir verstehen das. Es ist Angst, es ist in dem Falle, wie es jetzt bei uns war, natürlich ein Schamgefühl, der Stolz. Aber wir behandeln alle gleich. Wenn wir nicht mit Respekt behandelt werden, werden wir natürlich ein bisschen grober, sage ich mal. Aber trotzdem bekommt er unsere Hilfe, weil wir sind Rettungsdienst und machen da keine Abstriche. Langsam, langsam. Nee, nicht so viel schon. Ja, einfach vor. Komm, geh. Jetzt? Es ist peinlich. Geh. Alles klar, alles klar. Okay. Wen rest bei ihr, ne? Warte noch auf meine Entschuldigung. Wir kommen gleich. Weißt du, Männer weiter trainieren, ey. Was ist hier, Penner? Komm. Du bist nicht so aggro, ey. Was soll das? Was sind die noch am Lachen, die Fenster? Ja, gut, ist genug passiert. Ja. Da muss ich noch aggro hier sein. Ist jetzt gut. Wir fahren den Patienten jetzt zur Klinik am Südring. Ich hoffe einfach, dass er jetzt doch irgendwann mal gesprächig wird und kooperativ, gerade für meine Kollegen im Krankenhaus. Und ja, dann sieht's auch ganz gut aus. Der Verletzte hat nicht nur eine gebrochene Nase, sondern auch große Probleme, von weiblichen Rettungskräften behandelt zu werden. Das soll sich auch im Krankenhaus nicht ändern. Die Freundin des Kickboxers erwartet ihn bereits in der Notaufnahme. Sagst du Bescheid? Ja, wie sehe ich aus jetzt? Wer sind Sie? Richtig hart. Freundin, okay. Ist gut. Können wir durch? Ja, ich bin angemeldet. Okay. Gut. Wir müssen mal gerade. Wo sind wir denn hier? Nee. Wir gehen jetzt mal direkt hier weiter. Wir kommen gleich. Wo muss er denn? Kommen gleich zu ihm, ja? Müssen wir mal in die Behandlung. Raum 1. Wo gehen wir hin? Raum 1. Hallo. So, okay. Hallo. Alles klar. Hallo. Ja, aber, ich kann doch hier nicht. Ich kann doch auch nichts dafür. Ich lasse Willi machen. Nee, ist gut. Wir waren ja angemeldet. Okay. Ja. Hi. Das ist der Herr Kern. Genau. Heute hat Ärztin Julia Dorn Dienst in der Notaufnahme. Die Sanitäter befürchten bereits, dass dies den Patienten erneut aufregen wird. Seine Reaktion darauf ist aber noch schlimmer als gedacht. Sonst irgendwas bekannt? Allergien, Medikamente? Negativ. Konnten wir nichts fragen. Habt ihr euch schon angeguckt, was wir da haben? Nee, konnten wir gar nicht. Er lässt niemanden dran. Ich will doch nichts an die selbst ich dürfte jetzt nicht ran. Erstmal genau. Hallo, Herr Kern. Ich bin die Frau Dorn. Ich bin die behandelnde Ärztin. Ja. So. Frau Dorn, im Auge bei mir. Auge? Ja, Sie machen wir das Baum. Monitoring für dich. Ne? So. Ich will einen Arzt. Ich will von einem Mann behandelt werden. Ist also das so schwer zu verstehen? Ich werde jetzt überrascht sein, aber ich bin Arzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Olaf, hör mir mal zu. Ich weiß. Ist der kein Doktor in dem Scheißladen? Olaf, hör mir zu. Ich weiß, das ist jetzt eine Frau, für dich auch wieder. Alles nicht so toll, aber sie ist eine gute Ärztin. So, und jetzt musst du ihr auch mal vertrauen. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich lass mich nur von einem Arzt untersuchen. Ob du jetzt Bock hast oder nicht. Und nicht von einer Frau. Ja, heute hatten wir einen etwas aggressiven Patienten bei uns. Das ist jetzt nichts absolut Ungewöhnliches. Allerdings war es in diesem speziellen Fall so, dass er vor allen Dingen gegen Frauen etwas hatte. Dass er sich nicht von mir untersuchen lassen wollte. Ich als weibliche Ärztin. Das verstehe ich natürlich. Allerdings darf man nicht vergessen, ich bin auch ausgebildete Ärztin. Ich bin die Einzige im Dienst gewesen. Und dann kann man mir, glaube ich, auch gut vertrauen. Ich habe auch studiert. Wir müssen jetzt versorgt Negativ. Werden. Ich gucke mir erstmal Ihre Nase an, ob wir da was gebrochen haben, ja? Ja, du kannst ja von da gucken. Ja, gucke ich von hier. So, gib mir mal Zeug. Also, wie du merkst, nicht so gut zu sprechen auf euch. Das kann ich verstehen. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie hatten einen Boxkampf, ne? Ey, tu mir einen Gefallen, ne? Quatsch mich nicht voll. Besorg mir einen Arzt, schick mir eine Frau hier rein. Die schreit bestimmt draus noch alles da zusammen. Da einmal, Herr Kern, wir müssen uns jetzt um Sie kümmern. Ich guck mir erstmal Ihre Nase an. Nee, nix gucken, hallo, läuft nicht. Hallo. Ja, hallo. Zumindest Ihre Nase muss ich mir mal angucken, oder? Wir haben jetzt gerade leider keinen männlichen Kollegen da, sonst würde ich Ihnen den auf jeden Fall gönnen. Aber jetzt müssen Sie leider mit mir vorlieb nehmen. Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Schmerzen? Ich habe das halbe Esszimmer leer geräumt. Und auch anderweitig Schmerzen, aber das geht dich nichts an. Okay. Bring mir einen Arzt. Wo haben Sie genau Bring mir einen Arzt und hol meine Freundin rein. Haben Sie im Genitalbereich Schmerzen? Ist das so schwer zu verstehen? Ja, da habe ich leichte, dezente Schmerzen. Dann müssen wir uns das mal angucken. Nee, da gucken wir uns nicht an. Herr Kern, das da kann gefährlich guckt sich der Arzt werden. An. Ja, ich bin aber im Moment die Ärzte. Die und Ärztin. Es kann wirklich gefährlich werden. Ich will aber einen Arzt. So, jetzt ist Feierabend, sonst stehe ich auf und gehe wieder nach Hause. Möchten Sie dann alles wieder abmachen hier. Pass auf. Du spring doch auch mal ein. Ich spring jetzt hier ein.
du schreist meine Kollegen jetzt hier nicht an. Das wissen wir langsam. Hier stimmt noch was nicht. Der ist mir zu taffikat, der hat zu hohen Blutdruck, da ist noch was anderes. Holen wir meine Freundin rein. Wir holen ihn gleich rein, aber jetzt lässt du dich erstmal behandeln. Hol mir einen Arzt hin. Willst du hier hauen? Ich spreche mal kurz mit der Freundin, mal gucken, was. Ich muss meinen Weg freuen. Ruhig bleiben. Unter diesen Umständen ist eine Untersuchung nahezu unmöglich. Julia Dorn hofft, dass die Freundin des Kickboxers beruhigend auf den aggressiven Mann einwirken kann. Zunächst kommen bei dem Gespräch jedoch andere, sehr pikante Details ans Licht. Okay, Sie sagen, Sie kommen nicht an ihn ran. Wie ist es denn, wenn Sie intim werden? Ist das noch in Ordnung alles? Gar nichts. Wir hatten seit Monaten gar nichts mehr im Bett. Er zieht sich niemals von mir aus. Überhaupt nicht. Also er hat da ein großes Problem, nicht nur mit Frauen generell, sondern auch mit Ihnen? Ich weiß es nicht, ob es an mir liegt oder ob ich denke mal, es liegt eher an ihm. Vielleicht ist, ich weiß nicht, ob er irgendwas zu sich nimmt und das dann unten geschrumpft ist. Ich weiß es halt nicht. Ja, die Freundin hat mir dann die Informationen gegeben, die der Patient mir nicht bereit war zu geben und die mich dann da erstmal darauf gebracht haben, was überhaupt nicht stimmen könnte. Die Freundin hat von plötzlichem Gewichtsaufbau erzählt und von einer nicht klar zu spezifizierenden Einstichstelle am Arm. Und im Zusammenhang mit dem aggressiven Verhalten und dem wirklichen Angst, den Genitalbereich zu zeigen, bin ich dann darauf gekommen, dass der Patient vielleicht Anabolika-Missbrauch betreibt. Olaf, kann das sein, dass du wirklich irgendwas zu dich nimmst? Was soll der Olaf denn zu sich nehmen? Herr Kern, nehmen Sie Anabolika. Also? Ja, der ist in letzter Zeit immer so. Ich weiß gar nicht, was man also, Entschuldigung, Herr Kern. Nehmen, aber hätte ich die Arme kaputt geschlagen. Ihr Verhalten, Ihre Aggressivität und Ihr wirklich Abneigung dagegen, dass Sie eine Frau im Genitalbereich untersucht, spricht eigentlich dafür, dass Sie Anabolika nehmen. Nebenwirkungen von diesen Medikamenten sind halt, dass man aggressiv ist und dass auch die Hoden schrumpfen. Kann es sein, dass das Problem ist? Das ist doch... Hör mal, jetzt guck mich nicht so an. Sei doch froh, dass ich mir nicht von jeder Alten auf den Löwen gucken lasse. Olaf, aber sie hat doch recht. Lass dich doch bitte untersuchen. Bitte tu es für uns. Okay, bitte. Herr Kern, wir machen Folgendes. Ich guck nicht hin, okay? Ich gucke nicht hin. Sie kriegen von mir so ein Handtuch oder so ein Shirt darum. Und wir machen nur einen Ultraschall, okay? Ich muss auf jeden Fall sehen, was da kaputt ist. Glauben Sie mir, bitte, Sie wollen das auch nicht. Olaf, hör mal drauf. Ich meine, jetzt ist deine Freundin Olaf, hier. Hör mal. Bitte. Na? Lieber bitte kleine für uns, für unsere Zukunft. Lass dich einfach nur untersuchen. Wie für unsere Nur, wir wollen doch Kinder zusammen haben. Olaf, lass dich doch bitte untersuchen. Ich bitte dich drum, bitte. Komm, Marit. Komm, sag mal Mann, ein richtiger Mann jetzt. Na? Wie ist der Plan? Super. Herr Kern, Sie kriegen hier so eine schöne, kannst du mir einmal so ein schönes Schürzchen rum? Ich nehme den Ultraschall und ich guck nicht hin, okay? Versprochen. Schönes Schürzchen. Ja, guck mal, kriegst du da auch. Ja, da hol das scheiß Schürzchen. Okay. Wir sind ja dabei, ne? Ja, alles gut? Hier. Machst du richtig, Junge. Offensichtlich leidet der Sportler unter starken Minderwertigkeitskomplexen und hat sich den Ex-Freunden seiner Lebensgefährtin immer körperlich unterlegen gefühlt. Wo ich dich damals das erste Mal gesehen habe, da sah ich doch aus wie ein nasses Handtuch, ey. Da konnte er nicht mehr so weiterlaufen. Deine ganzen Ex-Freunde sahen alle aus wie Schränke und ich sah aus wie so ein Eimer Scheiße, weißt du? Ach, Olaf, ich liebe dich so wie ich dich genommen habe. Ja, das sahen sie immer alle. Sie können auch aber ich sah aus wie eine Wurst. Ich bleib schön liegen. Nee, wir müssen sie im Stehen untersuchen. Komm, stellen Sie sich mal hier hin. Komm. Ja, keine Diagnose durch die Hose. Komm. Ich hab einfach gedacht, wenn ich keine Chance bei dir hab, so wie ich aussah. Olaf, was ist das für ein dummes Zeug, was du da redest? Ich liebe dich doch. Mir ist es doch egal, wie du aussiehst. Aber ich bin fünfmal die Woche ins Studio gegangen und nie ist was mehr rumgekommen. Ich sah immer noch aus wie ein Klappstuhl, verstehst du? Ja, ich möchte auch keine Leute haben sich schon gefragt, wie ich so eine wie dich überhaupt gekriegt hab, weißt du? Ach, Olaf, ist doch weg. Das ist doch Blödsinn, Olaf. Okay. Eigentlich wäre der Einsatz für Franco Fabiano erledigt. In dieser speziellen Situation greift er aber lieber noch seinen Kollegen unter die Arme. Ich guck mir jetzt die Durchblutung an, ja, ob da alles in Ordnung ist. Gleich vorbei. Was machst du denn sonst noch als Kickboxen? Noch was anderes? Fußball? Oder andere Sportarten? Ich kann dir sagen, was ich mache. Im Moment mache ich scheiße drauf sein. Weil ich ein Trottel bin, weißt du? Ist nicht der Quatsch, Trottel. Quatsch. Okay, jetzt bist du bestimmt Jansbeck, ne? So, das war's schon, super, das war's schon. Sie können sich wieder anziehen und da hinsetzen. Alles in Ordnung. Mal wieder. Ja, mein Anfangsverdacht hat sich dann bestätigt. Der Patient hat eingeräumt, Anabolika genommen zu haben. Und dann seiner Freundin zuliebe. Hat dann aber auch gesagt, dass es vielleicht auf die Dauer wirklich keine gute Idee ist. Hat er eingesehen und wir konnten ihn davon überzeugen, dass er vielleicht in Zukunft davon Abstand hält. Der Kickboxer hat durch den Tiefschlag glücklicherweise nur eine Prellung erlitten, die zwar extrem schmerzhaft ist, aber keine Spätfolgen haben wird. Er hat die Anabolika abgesetzt und begnügt sich mit normalem Training zum Muskelaufbau.
Der Familienplanung steht also nichts mehr im Wege.